Also wenn ich über Bildung spreche, schreibe oder laut ins Internet denke, dann profitiere hauptsächlich erstmal ich. Deswegen mache ich es auch für mich, weil ich natürlich dann in Austausch gerate mit anderen Menschen. Das heißt, die Leute lesen das, antworten darauf, stellen das in Frage, ergänzen das, entwickeln das weiter und somit ist eigentlich so ein Nehmen und Geben. Also eigentlich soll die Arbeit einen Austausch in alle Richtungen vorantreiben. Darum ist es nicht so eine Profitgeschichte im Sinne von, was gibt es mir, sondern tatsächlich immer, es gibt eigentlich wirklich allen was. Also ich glaube, wenn man von der Öffnung der Bildung spricht, dass man das eigentlich ein bisschen verkürzen müsste, vielleicht eher den gesellschaftlichen Blick drauf werfen und es nicht auf Bildung reduzieren. Und darum denke ich, dass wir einfach dieses Open-Minded, diese Offenheit in der Gesellschaft irgendwie brauchen, um irgendwie voranzukommen. Also Bildung ist man natürlich zu beschränkt wieder, weil man dann meistens so in die Richtung denkt, irgendwie Institutionen oder eben auch diese formale, nonformale Bildung, so eine Trennung von einem gewissen Rahmen. Und für mich geht es wirklich eher um gesellschaftliche Aspekte, weil ich wirklich glaube, dass diese Grenzen eigentlich mit der Zeit verschwinden oder verschwinden müssen wahrscheinlich, um all dem gerecht zu werden, was der digitale Wandel an Herausforderungen stellt. Ich wünsche mir von der Bundesregierung zum Thema Open Education, dass sie Hauptakteur sein kann im Sinne von, dass sie Dinge generiert, Content oder Strukturen aufschlägt oder setzt. Ich glaube eher, dass sie eher so ein Vernetzungscharakter, den könnte sie realistisch umsetzen, vielleicht so Räume schaffen, wo einfach Menschen zusammenkommen, um diesen Bereich einfach zu unterstützen und zu fördern. Und gar nicht so mit Inhalten zu füllen. Ich glaube, das ist ein Aufgabenfeld, was eine Regierung leisten kann, wahrscheinlich was auch am sinnvollsten ist.